Hauptgeschichte. Sonora bricht auf zum Dorf der Rosulia, während neue Schatten über Norsilia herfahren. Esfrost and Glenbrook signed an agreement denouncing Hyzant. Word only just arrived, and it is no mere rumor. They've issued a formal proclamation. Preposterous! Gustadolf must have forced Cordelia's hand. This is sure to make Hyzant cease salt shipments to the Consortium. All this denouncement will do is hamstring Esfrost and Glenbrook both. My breath. Gustadolf does not fight battles he cannot win. I'm certain this is part of some greater ploy. I feel all of Norzelia stands on the precipice. But of what, I cannot say. Each nation is making its move. We too must take action to secure our position before it's too late. By which you mean expelling the Roselle? To protect the Wolfort domain and its people, no one would dare hold such actions against you. Lord Serenoa, you must make a decision. I saw what it is truly like at the source. Rosellen are forced into back-breaking labor. No decent man would condemn another to such a fate. But if we refuse the Hierophant, we will face the same dire consequences as House End. Should that happen, the Roselle would still be lost, would they not? Then you think it is right to sacrifice the Roselle to save Wolfort? No one is saying it is right, but a decision must be made. We must prioritize our own survival. That much should be clear. And survive we shall. If we can secure Hyzant's aid. Unless you know of another way? Serenoa, I beseech you, not as one with Roselle blood in her veins, but as a person, as a Wolfort, you cannot give up the Roselle to Hyzant. I appreciate each of your arguments, but we cannot debate this forever. It is time to decide. Once more to the scales of conviction. So, um uns das Königreich zurückzuholen, brauchen wir die Unterstützung des Hierophanten. Er wird uns aber nur helfen, wenn ich die Rosulia wieder zum Salzsee schaffe. Die Rosulia schützen, selbst wenn es Hyzant erzürnt. Die Rosulia zurückführen, um Hyzant Treue zu zeigen. Ja, Meinung offen von ihr, okay. Kann ich erst wieder raus? Ne, diesmal wohl nicht. So, liegt denn hier irgendwo was, den zu helfen, ne? Wenn wir uns jetzt gegen die, den Willen des Heroes stellen, waren alle unsere bisherigen umsonst. Um zu überleben, ist Haus Wolfort auf Rückendeckung aus Hyzant angewiesen. Mir blutet ebenfalls das Herz, aber dies ist die Zeit der Entscheidung. Wir müssen die Rosalia ausliefern. Ja, aber was würde unser Vater dazu sagen, hm? Ist ein Versuch wert. Ich dachte mir schon, dass ihr widersprechen würdet, aber sagt mir, was ihr denkt. Die Rosier sind untertan von Haus Wolfort und ein Haus, das sein eigenes Volk verrät, hat keine Zukunft. Wir brauchen jeden Mann. Die Rosier sind Haus Wolfort dankbar und werden uns sicherlich tatkräftig unterstützen. Na komm. Richtig, ein paar der Rosier haben bereits eine Bürgerwehr gebildet und üben sich für den Kampf. Aber es sind nur wenige, auch wenn sie sich uns anschließen, hat das keinen großen Einfluss auf unsere Kampfkraft. Es ist nicht leicht, eine gemeinsame Meinung zu finden. Warum sprechen wir nicht über etwas anderes? Nach dem Abbruch der Beziehungen ist das Verhältnis zwischen Esfords und Hyzant unbrechbar geworden. Was denkt ihr, wie sich Haus Wolfort fortan verhalten sollte? Vielleicht könnten wir unsere Position im Handel nutzen, um über das Schicksal der Rosier zu verhandeln. Eine Konfrontation mit dem Herzogtum ist nicht zu vermeiden. Der Hierophant wird unsere Soldaten brauchen. Dann werde ich über die Bedingungen der Zusammenarbeit verhandeln.
Ja, komm, wir das unter. Ich verstehe, ihr wollt die Truppen unseres Hauses zu einer hohen Preis verkaufen, die Freiheit der Rosier. Aber in Heisan zählt die Lehre der Göttin, also das Wort des Sion, alles ob er zu Zugangsständnis bereit ist. Wie dem auch sei, die Spannungen zwischen den beiden Ländern werden von Tag zu Tag größer. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Benedikt wird nachdenklich. Oh, immerhin, ne? So, Anna. Wir haben bereits viel durchgemacht, um den Bestand von Haus Wolfer zu sichern. Wenn wir die Roselia nicht wie gefordert ausliefern, wird unser Haus das gleiche Schicksal erleiden wie Haus Ende. Bevor wir die Roselia retten, sollten wir zuerst an unser eigenes Leben denken. Ist ein Versuch wert. Ja. Warum glaubt ihr, dass ihr die Roselia nicht ausliefern solltet? Wenn wir diese Bedingung eingehen, verlieren wir die Unterstützung unserer Untertanen und werden gänzlich von Heisand einverleibt werden. Mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehung hat Heisand seinen wichtigsten Handelspartner verloren. Das sollten wir in der Verhandlungen zu unseren Gunsten verwenden können. Auch wenn ihr Präfekt seid, macht euch das nicht zu einem Gläubigen. Es könnte sein, dass man euch den Titel nicht, aber die dazugehörige Macht verleiht. Das letzte hört sich schon ziemlich schlüssig an, ne? Der Titel alleine würde schon einen gewissen Schutz gewähren. Mit Eisands Unterstützung im Rücken könnten wir Glenbrook Widerstand leisten. Wenn man euch ablehnt, stehen wir isoliert da und stecken in der Klemme. Es würde schon einen großen Unterschied machen, denke ich. Mein Fürst, misstraut ihr Eisand? In Heiligenreich hat allein der Hirsho das Sagen. Wenn wir immer zu brav Folge leisten, wird er immer mehr von uns fordern. Nicht Heisan, sondern der Hut ist das Problem. Er ist ebenso Gefühl wie gewissenlos. Es geht um mehr als die Roselia. Ja. Vollkommen richtig. Uns Ungläubige betrachtet er mit Argwohn. Es ist nicht auszuschließen, dass er uns weiter bedrängt, selbst wenn wir die Roselia übergeben. Wir müssen uns einen Weg überlegen, wie wir uns ohne allzu großen Leichtsinn von Heisan distanzieren können. Danke, mein Fürst. Ich habe eure Zweifel gut verstanden. Sie wirkt unbeeindruckt. In dem Dorf am Salzsee wohnen Roselia, die aus Heisan geflohen sind, und ihre Kinder und Kindeskinder. Der Herowood betont, dass es seine Untertanen sind. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn wir widersprechen, wird er uns als Abtrünnige betrachten. Andererseits würde euch euer Stellung als Prophet besonderen Statusrechte sichern. Müsst ihr wirklich Folge leisten? Warum müsst ihr die Roselia ausliefern? Habe ich jetzt überhaupt die richtige angesprochen? Ja. Wenn ich die Lehren der Göttin befolgen, bringe ich Friedrich das Volk in Gefahr. Ich habe die unmenschlichen Zustände am Salzsee gesehen. Die Roselia sind auch meine Untertanen. Und sie ausliefern wäre. Ja. Verständlich, euer Vater hat den Roselia Schutz versprochen und ihr wollt diesen Versprechen halten, besonders da ihr die Zustände im Dorf gesehen habt. Aber um in den Genuss der großen Macht eines Propheten zu kommen, sind auch große Opfer nötig. Das bedeutet, dass ihr Dinge verliert, die euch als Mensch besonders wichtig sind. Es gibt keine einfachen Lösungen. Alles hat einen Preis. So, ja. Die Russen sind Untertan von Haus Wolford, aber Widerstand gegen den Hufaten zu leisten, bedeutet das gleiche Schicksal wie Haus End zu erleiden. Was sollen wir bloß tun? Wir sollten den Russen hier behalten, auch wenn es das Verhältnis zu Heisand beschädigt. So, warum glaubt ihr, dass wir die Roselia nicht ausliefern sollten? Die Roselia sind unantastbar. Mein Vater hat ihnen gegenüber ein Versprechen abgelegt. Der Hörwort braucht unsere Soldaten für den aufziehenden Krieg gegen Eisfors. Ich bin in der Lage, Bedingungen zu stellen. Ihnen eine Bitte auszuschlagen ist Teil meiner Strategie gegen den... Na gut. Wir sind doch der Schwertarm. Ich war auch... Warum wackelt das Bild jetzt so? Ich war auch überrascht, als ich von dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen hörte. Es riecht verdächtig nach Vorbereitung zum Krieg.
Wenn die Kämpfe beginnen, sind die Wulfort-Truppen mit ihren Kampfkraft und Erfahrung im Gefecht mit Esforts von großem Wert für Highsand. Wenn ihr geschickt verhandelt, könnt ihr sicher Lockerung für die Rosilia herausschlagen. Ich verstehe ja, warum ihr es für moralisch falsch haltet, die Rosilia auszuliefern. Aber gibt es noch einen Grund, die Rosilia zu beschützen? Als Fürst werde ich nicht zulassen, dass die Hierophant nach Belieben mit meinen Untertanen verfährt. Ich fürchte, das Vertrauen zu verlieren, das mein Vater aufgebaut hat. Die Söhne sind Frederiks Brüder und Schwestern. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Wir lassen unsere Untertanen einfach nicht im Stich. Das verstehe ich nur zu gut. Als Mitglied der Königswache könnte ich es nicht mit ansehen, wie die Untertanen des Königreiches ein Unrecht angetan wird. Es geht um meine Überzeugung und ich würde alles versuchen, sie durchzusetzen. Je länger ich nachdenke, desto heftiger schmerzt mir die Brust. Brigitte wirkt sehr beeindruckt. So, gucken wir mal. Einfach mal überall A drücken. Vielleicht liegt hier doch irgendwas rum. Sieht aber nicht so aus. Heißt, wir gehen zur Abstimmung. It is time to cast our votes. We face a difficult decision. Do we surrender the Roselle living in our domain to Hyzant, or do we defy their orders? Approach the scales of conviction with your token at the ready. On this, I cannot be swayed. I agree wholeheartedly. I cannot agree to this. I have faith in you. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Forward is decided. The Roselle are our people. We must shelter them, even if it earns us Hyzant's ire. I suspected it would come to this. We have chosen our path, and now we must see it through. We will refuse to hand over the Roselle to Hyzant. Thank you.